Ja, hallo liebe Fußballfreunde, hallo liebe User von MFS Fußballtraining TV. Willkommen zur 50. Folge von Einfach besser Fußball spielen. Ta-da-da-da. Jetzt müsstest du so ein Trötgeräusch abspielen können. Aber du kannst nur deine komische Möp-Dings machen. Die wurde mir verboten. Verboten? Ja, hier von euch allen. Von mir doch Ja, nicht. ihr habt gesagt, keine Sondergeräusche Jetzt mehr. mach's ja doch einfach einmal. Okay. Was nehmen wir denn? Ja, mach mal. Wow, Sehr schön. gut. So, tada. Schick. Ja, wir sind wieder der Michi Servus. und ich der Jojo. Ja, 50 Folgen, Michi. Ja. Wir haben eine wilde Fahrt hinter uns. Haben wir das? Naja, wir haben überlegt am Anfang, wir saßen erst noch da drüben oder standen Wir da standen drüben. einmal, wir haben Wir standen am einen Anfang. Stehausschank haben wir gemacht. Ja, dann haben wir irgendwann gesagt, unsere Gesichter will keiner sehen. Haben es ohne Gesichter gemacht. Und jetzt wieder mit. Es ist ein fröhliches Hin und Her, aber es macht immer noch Spaß mit dir. Ich schweige. Sehr Nein, gut. schön ist es. Ja, Ja, schön, wir schön. schreiten voran. Es Auch wird. heute wieder mit einem bunten Strauß Blumen. Themen. Themen. Das machst Bald du ist es falsch. soweit. Oh Ich ja, glaube, 23. Juli. du bist schon gehypt. Bremen. 23. Ich Heute ist glaube ja wirklich nicht schon. mehr lang. Bremen Internationaler Trainerkongress. Aha, sehr schön. Ich habe zum Faxe gesagt, der mitfährt mit mir. Faxe, das ist dein Lieblingsthema. Periodisierung. Oh Mann. Ja, da freut er sich drauf. Da Ja. freut er sich drauf. Ja, da sind wir auch schon gespannt. 23. Juli, dann haben wir danach noch eine Folge vor der Sommerpause. Schön, da kannst du ein bisschen erzählen. Ja. Toll. Kann Toll. ich erzählen, ja. Alles Schauen wir toll. mal, was ich dann erzähle. Ja, sehr gut, sehr gut. So. Das ist am Wochenende, oder? Oder Denn ist das geht das. Montag bis Mittwoch. Ah ja, schau. Genau, Sonntag ist da aber so ein Anreise und sich eintragen. Also man muss einfach sagen, ich bin da. Ja, Da schön. kriegt man diese bestimmten Schlüsselbänder mit so einer Karte. Ja. Fühlt man sich da auch wichtig Ja, dann? wollte ich jetzt sagen, zum Rumgeschachteln. Das kannst du dann wieder die ganzen Tage rumtragen mit dir. Ja, schön. Sehr gut, sehr gut. Ja, freue ich mich. Ja. Super. Gut, Michael. Ja, bitte. Wir fangen an. Wir haben ja vor 2 Wochen über den DFB gesprochen, letzte Woche auch nochmal so ein bisschen. Man merkt schon, das polarisiert die Menschen. Es beschäftigt die Leute. Und wir haben natürlich auch Kritik bekommen und es kristallisiert sich so ein bisschen raus. Eine Kritik ist oder war, dass wir so gar nicht auf Hansi Flick eingegangen sind. So quasi. Also sinngemäß, ihr redet über den DFB, über die Probleme, aber Hansi Flick fällt mit keinem Wort, so ungefähr. Und der ist doch der Kern des Problems oder auch nicht, oder? Ja, also Genau. viele sagen halt, der Trainer hat Schuld. Jetzt muss man sagen, indirekt sprechen wir natürlich schon über den Trainer, weil wenn wir beispielsweise über die Aufstellung sprechen, über die Formation, das ist ja Traineraufgabe, also das ist ja die Entscheidung des Trainers letzten Endes. Und was man natürlich sagen muss, ist, also klar, das kann man dann letzten Endes, wenn man über Trainer spricht, immer sagen, aber man weiß halt vieles nicht. Also du weißt nicht, was macht der Trainer in der Kabine, wie ist die Ansprache. Also es kann ja auch sein, der hat eine super Ansprache an die Jungs, aber bei den Spielern stimmt irgendwas nicht. Kann ja auch sein. Also das, keine Ahnung, kann sein, es gibt da Streitigkeiten oder die Motivation ist nicht so da und der Trainer macht es eigentlich gut, aber kommt da einfach nicht ran. So ist ja möglich. Also Ich von finde dem her es. sind diese Dinge, finde ich, schwierig einzuschätzen. Ja, so ist es. Wir haben ja darüber gesprochen, auch über Aufstellung. Und dass wir uns mal Genau. festlegen würden, dieses Rumprobieren und so weiter, Genau, ich das haben wir ja meine, angesprochen. das sind Dinge ganz klar, die gehen auf seine Kappe und die haben wir auch kritisiert. Also das ist ja ganz klar eine Genau. Sache, wo wir sagen, das Ja. sollte aufhören. Die Nominierung ist ja Trainersache auch. Also, ja, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, haben wir eigentlich viel über ihn Wollte es auch sagen, das stimmt eigentlich so gar gesprochen. nicht, gell? Ja. Aber was können wir jetzt, oder was kann, ich sage schon auch immer, was kann jetzt der Trainer dafür in diesen 10 Tagen, wenn die Spieler bei allen technischen Schwächen, die wir da analysiert haben, auch oder vielleicht auch körperlichen Problemen, da hat ja auch einer gesagt, also ist es jetzt ein Ausdauerproblem, das möchte man auch nochmal sagen, gell? Weil wir ja gesagt haben, was ja Uli Hoeneß auch in der Süddeutschen Zeitung im Interview gesagt hat, dass die Bayern-Spieler nicht fit sind, dass sie offensichtlich nicht austrainiert waren. Ja. Das ist ein Teil davon. Also das ist natürlich nicht der zentrale Faktor, sondern man stellt ja fest, wenn man darüber nachdenkt und das analysiert, dass es halt ein Sammelsurium von Fakten gibt, die einfach Genau.
auf höherem Niveau dagegen sprechen, dann eine Top-Leistung zu bringen. Und wenn da drei Spieler im Team sind, die vielleicht auch noch die technisch Offensiven sind, die vielleicht das 1 gegen 1 suchen sollten, könnten, also das sind spielentscheidende Figuren. Und wenn die drei nicht in der Lage sind, in der zweiten Halbzeit noch Vollgas zu gehen, dann ja, hast klar, du diesen Problem. Klar. Also das ist ein, aber es ist ein Teil von vielen. Genau, also wie so oft im Leben ist halt wenig monokausal. Also es gibt dann immer verschiedene Punkte. Monokausal. Mm, toll. Das gefällt mir jetzt. Ja, gefällt dir. Ja, mir. Doch, dass wir hier so ein bisschen germanistischen Touch reinbringen. Germanistischen Touch. Germanistisch. Ja, okay. Schön. Ja, also letztendlich, es gibt dann viele Faktoren, die zusammenspielen. Und wir haben ja auch nur versucht, einfach so ein bisschen die Gründe zu sammeln, die uns kommen. Ja. Und da kann jetzt der eine Grund gewichtiger sein als der andere, klar. Ja, ja, aber letzten Endes sind das halt so Sachen, die uns aufgefallen sind. Und letzten Endes, oder zweimal letzten Endes, und die ja auch nicht von uns kommen. Also wie du gerade gesagt hast, das mit der Ausdauer ist ja nichts, wo wir jetzt sagen, oh, das fällt aber schon auf bei den Bayern-Spielern, sondern Uli Hoeneß hat das gesagt. Also der sagt es ja nicht einfach so. Von dem her, das ist ja nur was wir wiedergegeben haben im Prinzip. Ja, und was jetzt praktisch, glaube ich, auch viele sagen, ist, ich glaube, viele Fans erkennen, dass die Leidenschaft in dem Team fehlt. So, und die erkennen vielleicht auch jetzt schon an, dass es technische Schwierigkeiten gibt aufgrund von Ausbildungsproblematiken. Das finde ich, diese Diskussion findet ja jetzt in Deutschland zunehmend statt. Ja, also wenn man jetzt die letzten Tage immer so Zeitungen liest oder verschiedene Podcasts sich anhört, stürzen sich jetzt zunehmend Leute natürlich auch drauf, auch durch das Ausscheiden der U21 jetzt auch noch bei der Europameisterschaft. Ja. Okay, was läuft denn in der Ausbildung alles schief? Das ist ja das, was wir schon lange beleuchten. Nur, und ich weiß nicht, ob jetzt ein anderer Trainer automatisch diese Leidenschaft da reinbringt, dass du sagst, dass man zumindest über Leidenschaft, Kampf, Laufen kommt, ja? Mhm. Weil es wirkte ja auch stellenweise sehr lustlos und es wirkte eben schon so, dass der eine für den anderen nicht da ist, wenn es eng wird mal, und das weiß ich halt immer nicht, das ist dann immer sehr einfach gesagt, ja, da muss ein anderer Trainer her, aber ich weiß nicht, ob das so einfach geht, weil, und das ist das, was wir hier sagen, du nicht weißt, was intern abläuft, weder wissen wir, was der Hansi Flick in der Kabine sagt, ich kann ja gar nicht sagen, ob der rumschreit und die anstachelt, also so ein richtiger Motivator ist, ja, weiß ich nicht, also man würde spontan sagen, eher unwahrscheinlich aufgrund seines Naturells, so wie er nach außen auftritt, aber ich weiß ja nicht, was innen drin passiert. Du weißt eben nicht, ob das Team in sich geschlossen ist, das wissen wir ja nicht, wie du vorher gesagt hast, ob nicht irgendwelche Positionen, Mannschaftsspieler, Dortmund, Bayern, untereinander, keine Ahnung, vielleicht sich nicht so grün sind aktuell, aus welchen Gründen auch immer. Deswegen finde ich das immer sehr schwierig zu sagen, da fehlt es an der Einstellung. Es ist ein bisschen schwierig, weil du wirklich nicht weißt, was am Ende drin abläuft. Lass uns einen Punkt noch ansprechen, das kommt mir gerade, das wollten wir eigentlich im Prinzip die letzten beiden Folgen auch immer schon wieder sagen. Du hast dir das mal angeguckt, weil ein Lichtblick, der immer genannt wurde, war, ja, U17 ist ja jetzt Europameister geworden und ja, super, die Jugend, da kommt jetzt mal richtig was nach. Das war ja schon so ein bisschen so ein Lichtblick, der immer mal genannt wurde. So, und du hast dir dann mal gedacht, ja, Moment mal, 2009 waren wir schon mal Europameister, U17 Europameister, und hast dir die Finalmannschaft angeschaut. Ich habe es mir dann auch mal angeguckt, die Mannschaft, die im Finale gegen Holland, glaube ich, war das, meine ich, gewonnen hat. Und letzten Endes, also du hast in dieser Mannschaft Mario Götze gehabt, der ja eine erfolgreiche Karriere hatte, aber jetzt kein Weltstar in dem Sinne, würde ich jetzt mal behaupten, ist. Ja. Oder also aber schon, also guter Spieler, kann man jetzt sagen. Okay, gut. Frage, ja. Und du hast Marc-André Ter Stegen im Tor. Genau, und dann waren noch, ich krieg's jetzt ehrlich gesagt nicht mehr hin, ich müsste mir nochmal anschauen, aber es waren noch zwei Spieler dabei, die mir vom Namen her, wo ich sage, ah ja, stimmt. Ja, es aber war Lennart Tief, Florian Trinks, das waren so Jungs, so zweite Liga, St. Pauli, glaube ich. Und aber. Na, du hast praktisch das klassische Thema, also sprich am Ende. Kam aus diesem U17-Jahrgang, kamen dann einfach ganz, ganz wenig oben an und wurden dann auch noch, sagen wir mal, in der Nationalmannschaft Top-Spieler. Also im Prinzip keiner, bis auf Ter Stegen. Und Götze, ja, kann man ja sagen. Ja. Aber das war es dann. Also das heißt, das ist eben kein Rückschluss darauf möglich. Und weil da müsste man jetzt sicher die Spieler anschauen. Ich glaube, Mustafi war da noch dabei, meine ich. Ja, genau.
Mustafi war noch drin, genau. Aber auch der. Aber du kriegst nicht automatisch eben 20 Spieler dann hoch und genau. Die retten die in vier in die Nationalmannschaft. Genau. Das ist, kannst du vergessen. Und das liegt, glaube ich, vor allem daran, da müsste man sich mal die Zeit nehmen und die Spiele anschauen, da kann man auch jetzt nur vermuten, aber vielleicht findet man von diesem 2-9er-Turnier nochmal ein Spiel irgendwo online. Bestimmt, klar. Und da kann man nur vermuten, aber da hast du natürlich in so einer U17 immer noch dieses körperliche Argument. Wenn du quasi da Spieler auf dem Feld hast, die eben biologisch schon 19 sind, und das ist vielleicht in Deutschland der Fall gewesen, und du spielst dann gegen Holland mit technisch versierterem Fußball zwar, aber vielleicht auch noch ein bisschen biologisch jüngere, dann rumpeln die da halt so lange dagegen, sodass die Spiele schon eng werden, aber es können, tendenziell fällt es immer quasi in die körperlich akzelerierte Richtung rein. So, und das ist, das ist noch ein Ausbildungsproblem. Also das spielt da einfach eine große Rolle noch in dem Alter. Oder und kann sein. Was du halt auch sagen musst, das ist mal das eine, aber selbst wenn du das jetzt ausklammern würdest, du kannst halt, ähnlich wie bei den Herren ja auch, du kannst halt als Mannschaft bei so einem Turnier sehr erfolgreich sein durch mannschaftliche Geschlossenheit, durch Teamgeist, durch Wille, durch Leidenschaft. Kannst du einen höherklassigen Gegner schon auch schlagen? Natürlich, logischerweise. Nur, das ist ja eben genau der Punkt und das ist ja, was wir immer sagen, weil uns wird dann oft auch vorgeworfen, so, ja, du kannst ja auch quasi so erfolgreich sein, ohne jetzt viel Ballbesitz und überhaupt und so, ja, das ist schon richtig, nur im Jugendfußball hat das halt nichts zu suchen. Im Jugendfußball darf das eigentlich nicht sein, dass ich eben nur den Erfolg und das Ergebnis an erster Stelle setze. Mhm. Ich will jetzt das nicht sagen, dass das jetzt so war bei der U17. Mag sein, dass das alles herausragend ausgebildete Fußballer sind, die technisch überragend sind. Ich bezweifle das, aber... Ja, vehement aufgrund ihrer Karrieren dann auch schon. Also die landen ja... Naja, jetzt, also jetzt die jetzige U17. Also die jetzige weiß ich nicht. Das weiß ich natürlich nicht. Nur, ich bezweifle es. Und natürlich kann ich trotzdem erfolgreich sein durch Wille, durch Leidenschaft, durch körperliche Überlegenheit, durch alle diese Dinge. Nur, das ist halt nicht das, was im Jugendfußball entscheidend ist. Und was wir halt oft oder immer wieder sagen, bei den Herren im Profibereich sowieso, ist alles legitim, alles in Ordnung. Selbstverständlich. Alles, was zum Erfolg führt, ist da legitim, weil da einfach der Erfolg das Entscheidende ist. Es ist so. Fertig, ja, aus. Alles tun für den maximalen Erfolg. Genau. Nur nicht im Jugendbereich. Im Jugendbereich ist eben nicht alles tun für den maximalen Erfolg, sondern alles tun für die maximal beste Ausbildung. Und wenn dann der Erfolg noch da ist, super. Wenn nicht, dann nicht. Und jetzt sagen wir das auch nochmal mit dazu, das heißt nicht, dass wir nicht gewinnen wollen, das heißt nicht, dass wir nicht alles in unserer Macht Stehende in dem Moment tun, um zu gewinnen, aber halt nicht um jeden Preis. Das ist halt der Punkt. Ja, und um jeden Preis und nämlich um den Preis der Entwicklung. Genau. So, genau. Das kann total verschieden gelagert sein, aber am Ende ist es so, natürlich wird Vollgas gegeben und 500% aufs Feld gebracht. Das ist ja klar. Das ist doch sowieso selbstverständlich. Klar. Na, logisch. Ich meine, das muss ja auch sein. Ich meine, wenn ich mich technisch bestmöglich entwickeln will, muss ich ja 500% geben und Vollgas geben. Nee, das ist ja völlig klar. Keine Frage, ja. Deswegen, das gehört ja eh dazu. Nur, ich darf halt nicht um den Preis des Erfolges quasi die Ausbildung hinten anstellen. Und dann sage ich, scheide ich mit der U17-Nationalmannschaft lieber in der Vorrunde aus und habe technisch geile Fußballer später, als dass ich jetzt U17-Weltmeister oder Europameister werde. Und das bringt mir dann gar nichts, weil die halt nicht kicken können. Aber normalerweise ist es ja so, dass ich glaube, nein, das ist falsch, dass ich davon überzeugt bin, dass wenn du in der U17 top technisch top Spieler hast, die Gas geben, weißt du, dann überstehst du immer so eine Vorrunde. Und dann kommst du halt mal ins Halbfinale und dann scheiterst du halt vielleicht dann aus, weil du eben noch ein bisschen vielleicht in der einen oder anderen Situation nicht zielorientiert genug noch warst und vielleicht nochmal einen Schlenker zu viel machst, wie auch immer. Ja. Aber grundsätzlich beißt sich das ja meiner Meinung nach überhaupt nicht. Ja. Dass du, weil du kannst, das haben wir schon mal gesagt, von mir aus habe ich doch auch diese körperlich guten Typen drin, das ist doch in Ordnung erst einmal. Aber ich musste halt dementsprechend technisch ausbilden. So. Ohne dass man dabei die biologisch Jungen vergisst. Ja, da kommen wir auch später vielleicht nochmal auf ein ähnliches Thema, was wir haben. Denn die müssen dann natürlich auch inhaltlich nachgezogen werden, weil irgendwann werden sie diesen Unterschied ausgleichen. Aber grundsätzlich beißt sich das ja nicht. Also das ist immer, das ist so ein Irrglaube halt einfach nur. Man glaubt halt, wenn man die technisch zu sehr spielen lässt, dann wird das immer so mit gleichgesetzt, mit fair spielt.
Ja. Also, dass sie sich dass sie so ballverliebt dann wären und vergessen, dann, wenn der Raum mal auf ist, auch wirklich Gas zu geben, also richtig zielorientiert dann zu sein. Ja, aber das ist ja immer Aufgabe des Trainers, eben genau beides zu steuern. Da kommen wir ja gleich noch auf ein Thema drauf. Ja, schön, das ist eine Überleitung. Super, super Überleitung. Gemacht. Das ist eine Aufgabe des Trainers, das genau zu steuern. Ja, jetzt ist der Raum auf, wir haben Gas, wir haben Platz. Ja, dann lass uns da Vollgas reinmarschieren und das Ding zu Ende spielen. Das ist überhaupt keine Frage. Und natürlich wollen wir in der U17-Europameisterschaft Tore schießen. Darum geht's. Ja, keine klar, Frage. Klar. Aber ist der Raum eben nicht auf, dann mach ihn auf. Ja, genau. Und ja, dann gehen wir gleich zu dem Thema über, oder? Ja. Yeah. Letzten Endes Überschrift Provokationsregeln, ja, wenn du so willst. Ja. Okay. Ja, schon so ein bisschen. Also monokausal. Es geht darum, sei es in Spielformen oder in Spielen selber, der BFV oder der DFB macht das ja auch im Prinzip, dass ich Provokationsregeln habe, die ja einen bestimmten Zweck halt erfüllen, weil ich als Trainer etwas Bestimmtes jetzt speziell schulen möchte und dann mache ich eben solche Regeln, die Kinder dazu zwingen, das zu tun, sagen wir es mal so. Hm. Ja, also beispielsweise ich spiele beim Futsal, ist es so, der Torwart darf nicht angespielt werden. Oder nur einmal. Weil der DFB möchte, dass die Kinder nach vorne denken und 1-gegen-1-Situationen und so weiter. So, okay, alles klar. Das Problem bei diesen Regeln ist eben, dass ich dadurch immer mir zusätzliche neue Probleme schaffe. Nämlich, es gibt Situationen, da macht es einfach gar keinen Sinn, jetzt nach vorne zu spielen. Da ist es viel, viel sinnvoller, nochmal den Torwart anzuspielen und zum Beispiel zu verlagern oder mit dem Torwart zusammen den Stürmer dann mit dem Doppelpass auszuspielen, beispielsweise. Aber ich darf es nicht, weil die Regel so ist. Und das ist halt dann schwierig. Noch schöner finde ich es, dieses Beispiel, das ist ja bei vielen Hallenturnieren so, der Torwart darf den Ball nicht über die Mittellinie werfen. Mhm. So, das war bei mir früher beim FCA, bei ganz vielen Hallenturnieren mit den NLZ-Teams so, weil man will halt verhindern, dass der Ball die ganze Zeit nur in der Gegend rumfliegt, hoch und runter, sondern man will halt eigentlich ein hehres Ziel. Man will, dass die Kinder den Ball am Fuß haben und hinten raus spielen. Mhm. So. Das was Problem, ist passiert? Ein Verteidiger wurde angespielt, der hat Klatsch gelassen, der Torwart hat dann den zweiten Ball. Naja, ja, aber ja, notgedrungen ja auch, weil der Gegner weiß ja, der Torwart darf den Ball jetzt gar nicht über die Mittellinie spielen, also stelle ich mich mit allen Spielern, jetzt ganz extrem gesagt, in die gegnerische Hälfte und stelle alles zu. Aber darf er denn das grundsätzlich nicht? Also ich dachte immer, er darf, wenn der Ball im Spiel ist dann, ja. Ja, klar, aber das meine ich ja gerade. Was dann passiert ist ja Folgendes, dass dann die Vereine das so gemacht haben, der Torwart hat den Verteidiger angespielt, der sich kurz mit der Freilaufbewegung geöffnet hat, ja, der hat den Ball klatschen lassen. Und ja, dann hat der Ball Torwart direkt drüber geklopft. Genau, aber ich würde sogar behaupten, dass das noch mehr passiert ist durch diese Regel. Weil wenn ich diese Regel nicht habe, ja, dann könne mein Stürmer quasi schon hochschieben in die gegnerische Hälfte. Dann habe ich in der eigenen Hälfte viel mehr Platz zum Fußballspielen, um den Ball kurz hinten rauszuspielen. Mhm. Verstehst du? Ja, ja. Und dann habe ich noch viel mehr die Möglichkeit, flach hinten rauszuspielen, als ich so habe. Also die Regel macht das Ganze eigentlich noch viel schwieriger und führt im Letzten dann zum Gegenteil. Und das, was ich meine, dass quasi durch diese Provokationsregeln oftmals entweder das Gegenteil sogar passiert oder halt neue Probleme geschaffen werden, die dann halt absurd sind, also die mit dem Spiel dann nichts zu tun haben. Mhm. Und da sind wir halt wieder bei dem Thema, was du gerade gesagt hast. Letzten Endes muss das in der Hand des Trainers liegen, dass es nicht diese Regel gibt, sondern der Trainer bringt den Kindern bei, wann, in welcher Situation, welche Sache jetzt richtig ist und welche Sache sinnvoll ist. Das haben wir schon oft mal gesagt, es geht ja nur über die Ausbildung, also die Trainerausbildung. Die müsste da voll ansetzen und es müsste eine total intensive Aufklärungsarbeit da stattfinden und nicht bloß diese Floskeln da hinhauen. Ja? Rausspielen ist wichtig. Ja, ja. Das ist schon wichtig. Ja, genau, ist schon klar. Genau. Aber ich mag ja gewinnen. So. Also das heißt, da müsste eine krasse Aufklärungsarbeit stattfinden auf breiter Ebene. Mhm. Immer wirklich reinbohren in dieses Thema. Wir brauchen die Wiederholungszahlen, wir brauchen die Techniken, ihr müsst den Kindern das ermöglichen, damit das einfach irgendwann möglichst viele auch tun. Mit allen möglichen Möglichkeiten, die es da gibt. Ja, ja, so ist es. Und so ist es. Wobei ich ja praktisch bei diesem Thema mit Ball über die Mittellinie nicht drüber, das finde ich,
also dass der Torwart nicht drüber spielen darf, das kann man schon ganz gut aushebeln, wenn sie vorne stehen. Also du kannst ja trotzdem, wenn du 4 gegen 4 spielst, also Torwart plus 4 Feldspieler hast, dann haben wir es immer so gemacht, dass ich einen Stürmer ganz weit weggeschoben habe, also in die gegnerische Hälfte, und einen Flügelspieler ganz hoch auch in die gegnerische Hälfte geschoben habe. Jetzt kann der Torwart zwar die erstmal nicht direkt anspielen, aber dann hast du noch 2 hinten, einer links, einer rechts, die machen diese Auftaktbewegungen. Ja. Ja, lassen sich anspielen, die lassen tatsächlich zum Torwart klatschen und der Torwart darf ab dem Zeitpunkt raus. Ja. Und dann, wenn jetzt praktisch der Gegner alle 4 in deine Hälfte reinstellt, ja, dann ist es ja legitim, den Ball mal mit einem schönen gechippten Ball drüber zu spielen, auf die 2, die halt von mir da vorne alleine rumstehen. Wenn dein Gegner jetzt halt aber clever ist, dann stellt der halt quasi mit einem Verteidiger, der dann eh frei ist, stellt er sich an den Torwart hin, sodass, sobald der anspielt, läuft er den Torwart zu. Mhm. Aber dann muss ja bei dir wieder einer frei sein auf dem Feld. Ja, halt in der gegnerischen Hälfte. Aber die kriegst du ja nicht angespielt, weil die dich halt komplett zustellen. Ja, schon, aber da musst du halt dann schon ziemlich, ziemlich gut sein, ja, um ja, das klar. zu lösen. Und das ist halt das Problem. Ich finde halt. Ja, wenn, also, das ist von der Leistungsstärke krass abhängig, ist schon klar. Aber wenn du natürlich da technisch deine Spieler schulst und der erste Ball auf den Verteidiger ging, weil der halt sich eine coole Freilaufbewegung gemacht hat und jetzt stellt der Gegner sofort den Torwart zu, dass der den zurückspielen kann, ja, dann hat der Verteidiger trotzdem immer noch erstmal den Ball und einer von dir muss ja frei sein und dann muss halt die nächste Freilaufbewegung, also irgendwo muss eine Überzahl entstehen können. Ja. Aber du hast schon recht, das hat natürlich damit zu tun, also das hat mit Technik zu tun, das hat mit Selbstvertrauen zu tun, weil es ist ja trotzdem eng, ja. Und also naturgemäß der Halle geschuldet. Und es hat natürlich auch was mit Spielverständnis zu tun, dann, ne? Dass man dann auch schon checkt, okay, jetzt läuft der Tor an, da ist der Raum da frei, dann geht jetzt der Mitspieler da rein, kurzer Doppelpass, bam, bam, bam. Das ist schon klar, das ist schon klar. Es ist halt, ich denke mir halt nur, durch diese Regel, jetzt Ball nicht über die Mittellinie, wie gesagt, eigentlich ein Gedanke dahinter, den wir auch unterstützen, schaffe ich mir halt einfach ein Problem zusätzlich, das eigentlich im Fußball nicht da ist. Also im Fußball, die Fußballregeln sind halt so, dass der Torwart den Ball rausschlagen darf, wenn er möchte. So, das sind eigentlich die Fußballregeln. Und ich finde halt, du solltest, wie du gesagt hast, du solltest halt da ansetzen, nicht zu sagen, ich mache jetzt da Regeln dafür, sondern ich schule die Trainer, dass sie eben verstehen, dass es keinen Sinn macht, immer nur den Ball hinten rauszuschlagen im Sinne der Ausbildung. Mhm. Vielleicht ist das ein bisschen naiv oder auch irgendwie... du weißt genau, was passiert, wenn du diese Regel abschaffst. Also ich gebe dir schon recht, ich weiß, was du sagen wirst, aber du weißt genau, was passiert, wenn du die Regel abschaffst. Ja, aber wie du gesagt hast, das hast du ja so auch, weil dann spielt er halt den Torwart an, dann knüppelt der den Ball halt danach raus. Also es geht am Ende, ist es eine Frage der Ausbildung, des Überzeugens, das muss Überzeugungsarbeit geleistet werden. Und das haben wir schon mal gesagt, aber jetzt gehen wir ein bisschen weg, man müsste eigentlich sowas belohnen in irgendeiner Form, ja, wer wirklich entwickelt, also dass man die Trainerqualität im Jugendbereich nicht am Ergebnis bewertet, sondern eben an der Entwicklung. Das haben wir schon mal eine Folge darüber gemacht. Genau, genau. Und ich meine, da sind wir dann letzten Endes wieder bei dem Thema, was du eigentlich ja hattest, mit den Provokationsregeln im Training quasi. Mhm. Und da, ich glaube, du hast gesagt, Mario Basler hatte das in seinem Podcast drin. Ja, das ist ein sehr interessantes Thema, weil das hatten wir auch schon mal hier. Da geht es darum, also der ursprüngliche Gedanke von Mario Basler war, dass die Nationalmannschaft, also es ging wieder um die Nationalmannschaft, dass praktisch in der Nationalmannschaft auch alles Spielertypen sind, die wirken irgendwie in so ein Schema gepresst. Also die, man hat so das Gefühl, dass sie es in einem Spiel, in dem es vielleicht jetzt gegen Kolumbien nicht so läuft, ja, oder schon vorher 2 schlechte Spiele, dass du jetzt irgendwie keinen Typen drin hast, da geht es um diese Typenfrage, der quasi dann mal selber was macht, was halt jetzt vielleicht völlig weg vom System ist, was der Trainer vorgibt, sondern einfach mal selber die Ärmel hochkrempelt und sagt, jetzt entspannt euch mal, ich mache das jetzt mal, ich marschiere mal jetzt voran, ich mache jetzt mal was Verrücktes und dadurch quasi so ein bisschen Schwung reinbringt, Selbstvertrauen der Mannschaft wieder gibt und weitergeht. Und das hast du natürlich sehr oft im offensiven Bereich, dass du da halt eben keine Spielertypen hast, jetzt unabhängig von ihrer Technik, die einfach mal, wenn der Gegner es alles so eng macht mit Fünferkette, einfach mal frech sind und irgendwas probieren, ja, und sich loslösen für einen Moment von diesem Schema und einfach mal eine Entscheidung frei vom Trainer auf dem Feld für sich selber treffen, weil sie es komplett anders vielleicht auch einschätzen auf dem Feld. Ja. Und diese Typen hattest du ja immer im Fußball in Deutschland, da hat er schon recht, ja, er selber ja auch. So, da können wir jetzt drüber streiten, ob er jetzt ein Vorbild ist oder nicht, aber er war schon. Du bist ja ein riesen Mario Basler-Fan. Nein. Mal Wasserposter in deinem Zimmer hängen. Absolut.
Ich habe auch jeden Tag so viel. Ja, Kippen und Wodka Lemon, gell? So ist es. Nein, aber ja, es stimmt schon. So Lothar Matthäus-Typen oder sowas, ja? Ne, du hast einen bei uns gerade drin. Einen einzigen, das ist Jamal Musiala. Genau. Der hat das Fußballspielen nicht in Deutschland gelernt. Ja, da, und das, darauf geht er jetzt zurück. Also er spannt dann den Bogen zu den Nachwuchsleistungszentren und sagt, da beginnt eigentlich das Problem, nämlich, dass die schon sehr früh in den Nachwuchsleistungszentren eben in diese Schemen gepresst werden. Sei es jetzt fußballerische Schemen, als auch in den Nachwuchsleistungszentren, wenn sie da im Internat übernachten, charakterliche pädagogische Schemen. Und alle werden über einen Kamm geschert. Und gerade die extrovertierten Typen, das haben wir hier schon mal besprochen, die quasi von ihrem Charakter, meistens sind ja die extrovertierten Typen sehr oder sehr häufig sind das ja auch offensive Spieler, ja, die von ihrem Charakter sehr frech sind, mal voranmarschieren, mal was Verrücktes probieren, was völlig Unerwartetes machen, aber eben auch für den Gegner unerwartet machen. Und dass man die dann ausprobieren lässt im NLZ und einfach machen lässt. Und sie natürlich in ihrer Technik trainiert und sie natürlich in Athletik trainiert und sie natürlich auch in Taktik trainiert. Ja? Und natürlich, das haben wir schon mal gesagt, einen gewissen Rahmen auch erfüllen müssen. Aber innerhalb dieses Rahmens dürfen sie sich schon auch mal einfach frei bewegen und dürfen Dinge auch mal auf dem Feld selber entscheiden. Und diese Freiheiten der Entscheidung, die nimmt man ihnen ganz häufig in einem Nachwuchsleistungszentrum, weil nicht gewünscht, weil das eben je jünger sie sind, je noch unerfahrener und noch nicht ausgereifter die Technik ist, desto fehlerbehafteter ist das und das führt dann oft eben zu Kontern und zum Gegentor und das ist nicht gewünscht und da sind wir jetzt wieder dabei, dass halt der Trainer bewertet wird, ob er in der U17 Bundesliga Meister geworden ist oder nicht und wenn er das geworden ist, ist er ein Top-Trainer, dann darf er den Fußballlehrer machen und kann selber eine Profitruppe übernehmen. Also das ist der ganz simple Hintergrund. Ja. Und da hat er natürlich recht. Und da hat er ein Beispiel erzählt, dass er weiß, dass es in einem Nachwuchsleistungszentrum, ich hoffe, ich gebe es jetzt nicht falsch wieder, da gibt es gelbe und rote Karten für die Spieler. Und wenn die quasi irgendeinen Käse machen, dann kriegt er eine gelbe Karte. Und die zweite gelbe Karte ist gleich eine rote Karte und dann wird er aus dem NLZ gestrichen. Und das ist doch verrückt, weil du ja praktisch, also wie diese, so ein Mario Basler hätte ja heute überhaupt keine Chance mehr, der, weil der hätte ja nach einer Woche drei gelbe Karten, weil der ist ja ausgestiegen bestimmt heimlich aus dem NLZ-Fenster, um noch mit den Kumpels mal was zu machen abends. Verstehst du? Ja. So, ja. Das kann man natürlich immer drüber streiten. Ja, aber der soll ja nicht, der soll doch im Zimmer sein, der soll früh schlafen gehen, Leistungssport, bla bla bla. Überhaupt keine Frage. Aber da möchte ich bitte, da, also wer den ersten Stein und so, weißt du? Also da muss ich halt einfach sagen, wir waren doch alle mal jung. Und da ist jeder von denen wäre ausgestiegen, die das heute entscheiden. Verstehst du? Also, ja, ich hätte es mal gemacht einmal. Und dann muss ich natürlich, wenn ich ihn erwische, muss ich natürlich hingehen und muss sagen, das ist doch nicht in Ordnung, das weißt du. Weißt du? Das weißt du ganz genau, es wäre schlauer, wenn. So, und wenn ich dich nochmal erwische, müssen wir darüber nachdenken, was wir tun. Aber dass er dabei sofort innerhalb kürzester Zeit sogar rausfliegen kann, das ist doch bescheuert. Weil das ist doch genau das. Also natürlich muss eine Erziehungsarbeit stattfinden. Aber diesen Charakter, den er da offensichtlich hat, den muss ich jetzt eben versuchen, ein bisschen zu kanalisieren, ihm die Konsequenzen schon klar machen und ihr auch mal androhen, wenn du da ganz nach oben willst, ist das natürlich nicht in Ordnung. Aber insgeheim, als NLZ-Leiter, gehe ich doch hin und sage, das ist bestimmt der, der mal im entscheidenden Spiel den Elfmeter versenken wird. Ja. Es ist so. Das sind diese Dinge, also ich glaube, das ist halt auch dann die Schwierigkeit. Du kannst nicht, das ist letztendlich das Gleiche wie am Platz auch, du kannst nicht sagen, wir spielen jetzt immer mit zwei Kontakten. Ich mache jetzt Situation A so, gelbe Karte und wenn es nochmal ist, rote Karte. Du kannst nicht so strikt nach Schema F, sondern du musst halt immer gucken, okay, ich meine, ich finde jetzt ist zum Beispiel ein Unterschied, jetzt ganz spontan gesagt, der steigt jetzt nachts aus und trifft sich mit seinen Kumpels. Ist jetzt ein Unterschied, ob die jetzt sagen, hey, wir, keine Ahnung, gehen jetzt ins Kino oder wir hauen uns jetzt eine Flasche Wodka rein. Nee. Das ist zum Beispiel, finde ich, ein Unterschied, wo ich einfach sagen müsste, und so wie ich das jetzt verstehe, gibt es beides die gelbe Karte. Ja. So, aber das ist doch ein Unterschied. Also da muss ich doch dann halt anders damit umgehen, sage ich jetzt mal. Ich meine, wenn der dann mal abends aussteigt, ja, okay, so what? Und jetzt? Also. Ja, natürlich muss man drüber sprechen, das ist doch keine Frage. Also nicht, dass jetzt einer wieder anruft oder schreibt, was wir denn für Weichspüler sind. Nein, natürlich muss man darüber sprechen. Also das ist doch klar, dass es da Ärger gibt, aber ich darf diesen Grundcharakter nicht dem Jungen stehlen und darf ihn nicht so glatt bügeln, dass der nie mehr irgendwas sich traut,
sei es im Privaten als auch später mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dem Fußballplatz, weil du dann eben quasi eine charakterhomogene Truppe auf dem Feld vorfindest, die alle glatt gebügelt sind, die alle in Interviews geschult werden, die alle Floskeln sagen und die eben nicht das Besondere tun, obwohl sie eigentlich von ihrem ursprünglichen geborenen, angeborenen Naturell, der ein oder andere so wäre, das Besondere zu tun. Ich meine, witzigerweise, das gilt ja selbst für die Hobby-Kreisliga-D-Jugendmannschaft. Ja, das gilt immer. Also ich meine, ich habe es auch schon mal erzählt, ich hatte ja diese Mannschaft in der Kreisklasse trainiert, schon ein paar Jahre her. Da war es auch so, haben zwei Jungs mir per WhatsApp schon, wir haben dann schon Kontakt immer mit den Kindern und ich habe ihnen gesagt, sie sollen bei mir absagen, wenn sie nicht können. Sie haben geschrieben, ja, sie haben heute in der Schule, sie müssen ein bisschen länger bleiben. Sie kommen ein bisschen zu spät zum Training. Da sage ich, okay, ja gut, alles klar, passt, kein Problem. Dann habe ich aber nicht genau gewusst, heißt, sie kommen zu spät, sie sind zu spät zum Treffpunkt oder sie sind zu spät zum Trainingsbeginn. Weil Treffpunkt hatten wir immer eine Viertelstunde früher. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, das muss ich wissen, weil ich muss wissen, wie viele Kinder da sind, weil für die Aufwärmübung hatte ich eine bestimmte Anzahl geplant, sonst wäre die nicht gegangen. Dann habe ich gedacht, gut, die sind in der Schule, ich erreiche die jetzt nicht. Ich habe die Mama angerufen und habe gesagt, du, die kommen ja heute ein bisschen später wegen Schule. Wie schaut es denn da aus? Wann sind die denn da? Weißt du das? Und dann hat sie gelacht, hat gesagt, wie wegen Schule? Die sind im Kino. Die gehen mit zwei Mädels ins Kino. Und ich habe denen gesagt, im Zweifel müssen die früher aus dem Film raus, weil Trainingsbeginn ist. Mhm. Und jetzt haben die sich halt gedacht, ich würde dann mit den zwei Mädels gerne ins Kino gehen. Ja, jetzt sage ich halt wieder Ding. So, jetzt. So, ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich die jetzt rausschmeißen oder was? Nein, dann auch keine gelbe Karte. Dann habe ich die hergeholt. Und dann habe ich gesagt, so, wie schaut es denn aus, Schule? Und die wussten schon ganz genau, dass ich es weiß. Und dann waren sie ja gleich, und wir waren da im Kino mit denen und so. Mhm. Und waren total kleiner und völlig Dings. Und dann habe ich gesagt, ja, Freunde, jetzt auf geht's Training. Habe erstmal den richtig Wütenden auch gespielt. Also habe nur gesagt, ja, ab jetzt Training geht los. Kein Bock jetzt auf euch, so ungefähr. Und habe sie so ein bisschen schmoren lassen. Und dann habe ich sie danach nach dem Training nochmal hergeholt. Habe ich gesagt, es funktioniert halt nicht. Vor allem, was ich finde, was halt gar nicht geht, ist das Anlügen. Also das ist halt einfach nicht in Ordnung, den Trainer anlegen, das geht halt nicht und so. Und dann haben wir mit den Eltern halt gesprochen und... Ja. Sagt mir in Zukunft die Wahrheit, da gebe ich euch sogar noch Tipps. Ja, an sich, ja eben, das wäre, also wenn die sagen, hey du Jojo, wir haben zwei Mädels im Kino und so, dann sagst du, ja, dann kommt der eine Viertelstunde später, alles gut, passt. Ja, ist ja okay. Das hängt natürlich jetzt vom Leistungsbereich ab, ist schon so, klar, aber weißt du, verstehst, also... Ich sage ja das Gleiche, ich sage ja, wenn einer im NLZ über die Stränge schlägt und irgendeinen Schmarrn gemacht hat, sei es auf dem Feld oder außerhalb des Feldes, dann muss natürlich eine Konsequenz her. Aber die Konsequenz kann doch nicht so sein, dass ich dem morgen schon den Rausschmiss androhe, sondern muss halt sagen, pass auf, du weißt ganz genau, das war nicht in Ordnung. So, und das Problem ist, alle haben es mitbekommen. Ich kann dich am Wochenende jetzt nicht spielen lassen, auch wenn du Stammspieler bist. Das musst du verstehen. Es wäre unfair gegenüber der Mannschaft. Du kriegst jetzt ein, vielleicht sogar je nach Schwere, zwei Spiele Sperre. Selbstverständlich bist du aber weiterhin bei uns an Bord. Und ich plane auch weiterhin mit dir. Du musst schauen, dass wir das besser in den Griff kriegen. So. Und du weißt, was entscheidend ist danach? Und das war nämlich bei den Jungs auch so. Die haben dann am Samstag nicht gespielt. Ja. Ja, wir haben da gegen den Tabellenletzten gespielt. Die wussten, da kann man ganz viele Tore schießen. Das haben wir dann noch hoch gewonnen gespielt. Das war für die Kacke, dass die da nicht spielen durften. Ja, weil das macht natürlich Spaß. Tore schießen, klar, das macht natürlich Bock. Ja. Die haben da nicht gespielt. Und was, finde ich, entscheidend ist, dass danach alles wieder normal ist. Dass du danach nicht irgendwie die noch schief anschaust und sagst, ja, damals, Jungs, passt bloß auf noch einmal und so, sondern das ist dann erledigt. Das habe ich den Jungs auch gesagt. Das Thema ist für mich erledigt. Das ist vorbei. Alles okay. Es ist wieder alles cool. Gar kein Stress. Alles in Ordnung. Und das ist wichtig, dass es dann auch durch ist, das Thema, und dann nicht noch irgendwas nachhängt und du dann irgendwie den Kindern gegenüber noch nachtragend bist oder irgendwas. Ja, genau. Und ich habe die Erfahrung gemacht, jetzt kann natürlich wieder einer sagen, ja, aber was ist, wenn er dann fünfmal aussteigt, so ungefähr? Ja gut, dann ist es ja klar. Irgendwann muss man natürlich einmal eventuell dann die Endkonsequenz ziehen. Natürlich. Das ist schon klar. Also, ja. Aber in der Regel habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man mit den Spielern so spricht und ihnen sagt, Strafe muss sein, aber ich plane weiterhin mit dir und ich will mich in Zukunft auch auf dich verlassen, bin ich ganz selten enttäuscht worden. Weil die es eigentlich super finden, dass du jetzt eben nicht gleich den Hammer rausholst, sondern dass dass du ihnen immer das Gefühl gibst, du weißt, dass es nicht in Ordnung war, das weiß er auch selber in der Regel. Aber ich kann dich auch ein bisschen verstehen, weil ich war auch mal jung. Ja? Mhm, so, aber dir muss klar sein, dein Weg soll ganz nach oben gehen.
das ist klar, dass das nicht förderlich ist auf Dauer. Ja, natürlich. Aber ich bin da selten enttäuscht worden eigentlich bei sowas. Das ist, glaube ich, der Titel unseres Podcasts gewesen zu dem Thema Strafe muss sein. Ich glaube, das war der Titel. Ich weiß nicht mehr, welche Folge. Wer das nochmal anhören will, kann das gerne tun. Ja, also aber da ging es eben darum, dass er dann in der Basler nennt, auch als Beispiel, und das hatten wir eben auch schon mal, du hast es gerade schon kurz angesprochen, dass das auch auf dem Platz stattfindet. Das heißt, die werden da in den Nachwuchsleistungszentren, werden sie ganz oft in so taktische Schemen sehr früh reingepresst. Ja. Und auch dort nimmt man ihnen dann die individuelle Freiheit, über gute Technik was zu tun. Erstens, weil zu wenig Technik auch trainiert wird in dem Bereich und sie wird dann im Spiel auch nicht eingefordert. Und dann hast du taktische Spielformen, da heißt es dann zum Beispiel zwei Kontakte Pflicht. Das ist der Klassiker, ja. So, oder Direktspielpflicht oder maximal zwei Kontakte. Ja, genau. Und das habe ich schon immer abgelehnt und habe schon immer gesagt, das ist ein totaler Quatsch. Das ist wieder Aufgabe des Trainers. Also erstmal habe ich immer gesagt, bei diesen Spielformen freie Kontaktzahl. Und ihr entscheidet zunächst mal, wann ist der Moment da, wo das Spiel schnell gemacht werden muss, also ja, durch schnelles Passspiel, durch ein Dribbling, durch zwei Kontakte, durch Direktspiel. Und wann ist der Moment eben nicht da? Also wann ist der Passweg eben so zu oder ist so geschlossen, dass ich ihn erstmal aufmachen muss, um es dann wieder schnell zu machen. Ja. Aber diese Freiheit der Entscheidung bekommt ihr. Und das ist natürlich jetzt Aufgabe des Trainers. Dann, die Entscheidungen werden dann getroffen in der Spielform und manchmal sind sie falsch. Und dann musst du sagen, siehste, das war jetzt ein Quatsch. Jetzt hast du dich nochmal verdribbelt, aber hier wäre schon lange alles offen gewesen. Jetzt hättest du da schon lange reinspielen müssen und das hättest schon lange abgehen müssen und zielgerecht zum Tor. Und hier, der Pass war jetzt viel zu früh. Du hast 5 Minuten da reingeguckt. Es war schon klar, das passiert, dass du da reinspielst. Das nochmal aufmachen, nochmal eine Täuschung einbauen, nochmal kurz zucken, den Pass nur antäuschen, dann doch rausdrehen, wie auch immer. Also, das habe ich schon immer gesagt, dass ich da, muss ich Basel recht geben, damit raubst du vor allem den kreativen Spielern ihre Kreativität. Du zwingst sie über Jahre hinweg, das zu tun. Sie gewöhnen sich's an. Ja, sie wissen, die Konsequenz ist, dass ich bei den kleinsten Fehlern ausgewechselt werde oder rausfliege. Sie wollen aber ganz nach oben kommen, also tun sie es einfach. Und dementsprechend entstehen halt Spieler, die alle gleich agieren. Das ist halt genau eben das Problem, was wir vorher auch hatten mit diesen Provokationsregeln, die halt einfach nicht immer Sinn ergeben. Also wenn, weiß ich nicht, wenn du jetzt beispielsweise sagst, zwei Pflichtkontakte, ja, dann dribbelt sich einer durch, darf er machen, und spielt quer und der andere muss den Ball nur ins Tor tropfen lassen, der muss aber zwei Kontakte Pflicht machen und ihn erst annehmen und dann ist der Torwart schon da. Das ist ja absurd, also es macht gar keinen Sinn. Bescheuert, ja. Und deswegen ist sowas halt, ich würde es nicht komplett verteufeln, das auch mal zu machen in einer bestimmten Situation. Nein, überhaupt keine Frage. Aber man muss wissen, finde ich, als Trainer, dass man damit sehr, sehr, sehr vorsichtig sein muss. Nein, genau, du musst die Konsequenzen kennen. Weil du musst wissen, dass das halt zu einem Problem führen kann einfach. Und das ist halt sowas, wo ich sage, das muss einem klar sein und da muss man halt echt aufpassen. Ich kann das schon mal machen, wenn ich jetzt in einem bestimmten Training oder nach einem bestimmten Spiel merke ich einfach, es wird jeder Ball nur direkt weitergespielt. Dann kann ich schon mal sagen, so Freunde, direkt spielen ist jetzt nicht mehr. Ich will, dass wir den Ball kontrollieren und weiterspielen. Dann kann ich zum Beispiel sagen, außer Torschuss dürft ihr direkt machen, beispielsweise. Aber das ist was, wo ich halt echt aufpassen muss. Und grundsätzlich, wie du sagst, ich zwinge sie halt in so ein Schema. Ich zwinge sie in so eine, gerade wenn du sagst, maximal zwei Kontakte, ist halt ein Wahnsinn. Ja. Dann spielst du nur schnell, 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 schnell und du nimmst halt jegliches Dribbling, jegliches 1-gegen-1 nimmst du halt komplett raus. Ja, mir hat mal einer gesagt, naja, aber jetzt schau mal die Videos bei YouTube an, Barcelona, ist der Messi da noch dabei war und dann haben die da 5-gegen-2 oder 6-gegen-3 am Anfang des Kreisel halt gespielt, das läuft ja alles direkt. Ja, ja, aber mit welcher technischen Qualität? Und außerdem, auch da, wo es sehr oft direkt läuft, also es ist unglaublich schnell, es ist unglaublich sauber und da wird ganz oft durch einen Zucker und Pass antäuschen, links doch mit der Außenseite rechts wegschieben, der Weg wieder aufgemacht. Naja. Ja. Und ich meine, natürlich ist klar, also ich weiß nicht, ob ich die Aussage so pauschal treffen kann, grundsätzlich, wenn möglich, ist direkt natürlich super. Wenn möglich. Also es geht halt nicht immer. Also genau, das ist halt der Punkt, nur die sind halt schon so gut, dass die sich so gut immer freilaufen, dass die so gut in der offenen Stellung kommen, dass die so gut vor der Aktion nochmal irgendeine Körperbewegung machen, dass sie halt immer direkt spielen können. Und das ist das Endprodukt.
Genau. Das ist der FC Barcelona mit Messi. Iniesta, Xavi. Das ist das Endprodukt. Okay, das ist wirklich... Bitte eben, wir reden jetzt wieder von der Jugendausbildung. Genau. Und darum geht's. Deswegen, wenn du natürlich dich so gut immer freiläufst, ja, dann spielt alles direkt von mir aus. Ja, klar. Mhm. Aber das geht halt nicht immer. Und deswegen macht es keinen Sinn zu sagen, wir spielen immer direkt. Ja. Weil es halt einfach nicht immer geht. So, ist ja im Prinzip simpel. Eigentlich ist es ganz einfach. So ist diese. So ist... So, wie lange haben wir denn schon? 40 Minutes. Ich glaube, das zweite Thema machen wir heute nicht mehr auf. Das ist nämlich ein großes, schweres Thema. Ja, ja. Dann lass mich nochmal kurz was sagen zur Feldgröße. Ah ja, genau. Ja, ist mir nämlich aufgefallen, weil wir immer sagen, also wir haben es ja schon öfter gehabt, Feldgröße. Je größer das Feld, desto einfacher, desto mehr Zeit aber Ball anzunehmen etc. Ja. Nur, ich sage jetzt mal so, ich kann es natürlich auch übertreiben. Ich weiß schon, was du meinst. Und ja. Das ist ein Thema, ich habe das jetzt schon öfter gesehen und ich finde es absurd und ich glaube, es ist der Faulheit der Trainer geschuldet letzten Endes. Sage ich jetzt einfach mal so, in Raum. Ja, da lehnst du dich aber sehr weit aus dem Fenster. Ja, pass auf, ich versuche es gleich zu erklären. Ja, ja, ich versuche es gleich zu erklären. Das macht mir Spaß. Ich weiß schon, was du sagen willst. Also, du hast oft auf Kunstrasenplätzen, auf den neuen Kunstrasenplätzen, hast du ja meistens nicht nur das Großfeld drin, sondern du hast dann auch ein Kleinfeld oder mehrere Kleinfelder eingezeichnet. Genau. Und oft ist es eben so, dass dann über die Breite, also eine Hälfte des Großfelds, über die Breite ist mit blauen Linien meistens, sind Strafräume und ein Mittelpunkt und dann ist quasi über die Breite ein Spielfeld eingezeichnet. Mhm. Und ich sehe es immer wieder und hatte es auch schon mit meiner F-Jugend, dass F-Jugendmannschaften dieses Feld nutzen und über die Breite des Großfeldes spielen. 7-7. 7-7. Ist halt riesig, ne? Und das Ding ist, ich habe mir das mal angeschaut, beim DFB ist die Vorgabe klar, diese Breite ist ein D-Jugendfeld. Das ist D-Jugend. Breite des Spielfelds, also du darfst D-Jugend, kannst du ja spielen 16er zu 16er vom Großfeld. Ja. So machen es die meisten. Ja. Aber du kannst... Über die Breite kannst du spielen, das ist die Jugendgröße. Dann ist es quasi dieses, dann wird dann nicht 9 gegen 9 gespielt, doch, sondern 9 gegen 9. Ehrlich? Ja. Die Jugendgröße. Oder ist es dann dieses Norweger Modell? Nee. Okay, 9 gegen 9. Und E-Jugend ist, da müsste ich jetzt lügen, aber ich meine, E-Jugend ist quasi ein Tor eingerückt bis zur 16er Linie vom Großfeld. Ja. Und F-Jugend ist dann beide Tore eingerückt. Ja. Und also, ja, okay. Das sei jetzt mal dahingestellt. Aber manche spielen quasi über die komplette Breite. Genau, spielen also sie. Also haben die Tore, die E-Jugend-Tore dann im F-Jugendbereich an der Auslinie. Ja. Und das ist halt irre, weil halt du verrückt. Erstens, da spielst du normalerweise mit 3 bis 4 Jahre älteren Kindern und die haben auch noch 2 Spieler mehr auf dem Feld. Mhm. Und jetzt sollen diese F-Jugendspieler da spielen. Und das ist halt abartig. Also, das sind dann so, das trägt dann so Blüten wie die beiden Verteidiger von der einen Mannschaft stehen an der 16er Linie an ihrer eigenen und das Spiel ist 30 Meter irgendwo auf der anderen Seite und die stehen da und da hinten irgendwo ist irgendwas. Du kannst immer anspielen. Es ist unfassbar. Schiss. Die rennen sich kaputt, das ist Wahnsinn. Und also ich habe das ja schon mitbekommen mit meiner Mannschaft, ich habe das ja auch schon spielen müssen, weil das bei einem Verein dann so war, die haben das immer so gespielt, das machen wir immer so. Und ja, dann habe ich gesagt, gut, ich wollte jetzt auch nicht irgendwie dann, das machen wir immer so. Ja, dann habe ich halt meinen gesagt, okay, Jungs, wir arbeiten jetzt halt viel mit Flugbällen. Ja, sicher. Ich habe das jetzt. Wir rennen uns jetzt hier nicht kaputt, bis wir alle platzen und völlig am Boden liegen, weil wir da die ganze Zeit diesen ganzen Platz hoch und runter rennen. Dann spielen wir mit Flugbällen. Also man muss dazu sagen, das war jetzt. Aber da ist es doch so, wenn der gegnerische Torwart, das können wir kurz taktisch besprechen, wenn der gegnerische Torwart dann mal den Ball hat, ja, da kannst du doch Vollgas vorne zustellen, der kommt doch dann nie wieder raus. Ja, natürlich. Das ist wirklich, also völlig in jeglicher Hinsicht. Aber du meinst quasi diese neuen Kunstrasenplätze, die dann oft auch. Grundsätzlich schon größer sind, ne? Also die haben dann halt so eine die maximale Ausmaße, ja, das vom weiß Verband ich jetzt nicht ganz genau. Also ich kenne zum Beispiel auch einen Verein, wo ich trainiere, die haben den Kunstrasen, die haben da also auf beiden Feldern, also auf beiden Seiten, auf beiden Spielfeldhälften haben die ein blaues Kleinfeld markiert. Und das eine ist eben ein bisschen eingerückt. Ja. Also die haben quasi ein eingerücktes und ein ganz breites. Genau, das kenne ich ja. Aber ich bin jetzt überrascht, dass du sagst, dass man das über die ganze Breite spielt. Ja. Was ich jetzt nicht verstehe in der Diskussion ist, ich dachte, das darf man nämlich. Ich dachte, die spielen jetzt 5 gegen 5, die F-Jugendlichen. Nein?
Ich kapiere es immer noch nicht. Ich glaube noch, so noch nicht. Ich meine, dass das jetzt dann kommt. Ach so, ist so ein Übergang wieder. Kann natürlich sein, dass sich das eh dann erledigt hat, aber ich möchte halt einfach noch mal sagen, Leute, macht es nicht. Und das ist halt eben das, wo ich sage, das ist dann Faulheit der Trainer, keine Ahnung, weil du musst da keine Hütchen und nichts aufstellen, ja, wenn du diese Linie benutzt. Wie wär's mit den Kunstrasen mal markieren? Wir einfach malen. Fahr doch mal Linien selber rein. Ja, das bringt mich zu einer Anekdote, aber wirklich zuerst zu Ende. Ja, also letzten Endes stellt diese Hütchen auf, das macht so gar keinen Sinn, das bringt den Kindern nichts. Die Kinder können nicht so weit den Ball spielen, wie sie es spielen müssten. Hm. Und es ist halt ein Wahnsinn. Also ich habe es dann so gelöst, ich habe dann halt vornherein einen großen mitgestellt. Und einen kleineren, schnellen. Ja, sicher. Und da habe ich ja die Flugbälle spielen lassen auf den großen und der hat dann abgelegt auf den schnellen und dann war halt einfach da niemand mehr da und der ist halt dann nochmal übers halbe Feld, das hat er dann schon geschafft, halbes Feld geht. Und dann, ja, süß. Weil es ist... In viel zu großen Hosen übers Feld gewetzt. Trainer, können wir Trinkpause machen? Ich kann nicht mehr. Am besten noch im Sommer, 33 Grad, oh, auf Kunstrasen hat es 45 Grad. Das Granulat, ey, hitzt sich schön. Ja, super. Ja. So, das dazu, nur ganz kurz, ne? Ja, ich finde meine Gedanken, Linien einzustreuen noch selber mit dem Markierwagen. Und dann noch so ein MFS-Tag hinmachen. Super. MFS Boss hier. Ja, aber habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ich weiß nicht. Es bringt mich zu unserer Kategorie Anekdötchen. Ja. Aber jetzt fällt mir eine ganz spontane Anekdote dazu. Ja, mach mal. Ich kenne einen Platzwart in München, der hat den Kunstrasenplatz gemäht. Das ist wirklich passiert. Ja gut, aber einmal im Jahr sollte man einen Kunstrasenplatz mähen, habe ich gehört. Natürlich. Das ist wirklich passiert. Der ist über den Rasenplatz drüber geheizt. Man munkelt, er wäre nicht mehr ganz nüchtern gewesen. Und als er dann fertig war mit dem Rasenspielfeld, ist er auf dem Kunstrasen drauf und hat den einmal mal um 1-2 Zentimeter gestutzt. Geil. Sehr gut. Total Schaden. Super witzig. Ja, Wahnsinn. Apropos dazu, eine kleine Anekdote von gestern. Ich war gestern mit unserem lieben Kollegen Dominik Faul bei einem Verein. Ich kann auch sagen, Sportfreunde Friedberg. Bei den Sportfreunden Friedberg, die haben eine Anlage. Wahnsinn. Richtig, richtig cool. Und die sagen halt, ja, der Platzwart dort ehrenamtlich ist halt zweimal am Tag da. Und das ist halt sowas, ich finde das schon krass, weil wenn du da jemanden hast, der da wirklich so engagiert ist und so Gas gibt, das Wahnsinn. Siehst du halt an der Anlage. Also der Hauptplatz ist wirklich, das ist boah, mega. Ja, also richtig, gell? Cool. Und wenn du da halt jemanden hast, der da immer da ist und da Gas gibt. Ehrenamtlich. Ehrenamt. Wahnsinn. Irre. Das ist ein Riesenaufwand. Also Wahnsinn. Und das ist jetzt ein kleiner Verein, nicht mal der größte Verein in Friedberg. Da gibt es eben dran den TSV Friedberg, die toller sind, weiß ich nicht. Keine Ahnung, weißt du, wie das ist. Und diese Anlage ist Bombe. Also mega cool. Und ich habe es denen auch gesagt, ich meine, das hast du ja wahrscheinlich auch, was man ganz viel sieht aktuell halt an den Plätzen, ist, dass halt alles verbrannt ist. Ja. Und da war kein Fleckchen verbrannt. Das war alles grün. Ja. Mega. Also richtig krass. War dann den ganzen Tag mit der Gießkanne weg, wie Asterix bei den Briten. Und der hat dann so eine Nagelschere. Ja, einmal zack. Schön, sehr gut. Gut. Ja, hast du Anekdötchen? Oder was hast du? Nein, nicht Anekdötchen hier. Fakten. Verrückte Fakten. Hast du welche wieder? Mhm. Ja, wollen wir erst die Viererkette machen oder deine verrückten Fakten? Ich habe einen verrückten Fakt. Ja, dann machen wir. Hast du einen nur dieses Mal? Ich hab zwei eigentlich dabei. Aber die eine hebe ich mir jetzt auf, weil die eine ist Amateurbereich, habe ich gerade schon erzählt, der Kunstrasenmäher. Die nehme ich als Ersatz jetzt dafür her. Okay. Das zweite ist eine Anekdote von Felix Magath, die mir zugetragen wurde. Ja. Ich habe gegoogelt, ob die auch mal irgendwo steht. Aber sie wurde mir zugetragen. Es muss passiert sein auf Schalke, da war er 2011 Trainer und Sportvorstand in Personalunion. Kannst du dich erinnern? Ja. Hatte er eine Doppelrolle. Ja. Da waren ja die Schalker heilfroh, als er weg war. Und darüber gibt es irgendwie auch eine Anekdote. Wie entlässt man jetzt so einen als Trainer? Weil er ist ja auch Sportvorstand. Ja. Also das ist nicht so einfach. Ja. Und da gibt es aber auch eine schöne Anekdote, die habe ich jetzt vergessen. Aber es gibt diese schöne Anekdote, dass es eine Besprechung mit dem Mannschaftsrat gab zu irgendeiner Problematik.
Ich meine, ich habe es auch schon mal gehört. Du kennst die Geschichte. Ich glaube schon, ja. Also ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber sie klingt verdammt nach Felix Magath. Ja. Also der Mannschaftsrat trifft sich in einem Besprechungsraum mit dem Trainer Felix Magath, um Kritik vorzutragen. Und das passt uns nicht so. Ja. Felix Magath hört sich alles an, sitzt gegenüber und sagt dann, Moment kurz, wir müssen mal kurz den Sportvorstand fragen, was er dazu sagt. Steht wohl auf, setzt sich einen Stuhl weiter wieder hin und sagt, ich als Sportvorstand sehe das so wie der Trainer. Er steht wieder auf, setzt sich wieder zum anderen Stuhl und sagt, es gibt nichts zu diskutieren. Ja, finde ich gut. Ja. Unfassbar. Unfassbar, wenn diese Geschichte wahr ist, ist das unfassbar. Ja. Und da habe ich eben gelesen bei meiner Recherche gestern, dass es da irgend so ein Terz gab. Also Schalke wollte eben praktisch Felix Magath 2011 loswerden als Trainer und natürlich als Sportvorstand. Ja. Und das ist natürlich schwierig, weil er ist halt eben auch der Sportvorstand. Also klar. Und dann ging es darum, dass er gesagt hat, naja, dann muss er mit dem Sportvorstand erstmal sprechen. Also wild, vogelwild, vogelwild, vogelwild. Ja, ich finde es gut. Aber irgendwo schon wieder witzig, muss ich sagen. Ja. Aus Spielersicht natürlich Wahnsinn, wenn du da sitzt, also wenn der Kapitän auch noch da sitzt. Also vor allem, wenn du in dem Moment, es ist ja so, du hast ja dann ernsthaftes Anliegen. Also du willst ja wirklich ernsthaft mit dem Trainer über was sprechen. Also Jan, wie heißt denn dieser eine Norweger, glaube ich, der mal in Frankfurt unter Magath gespielt hat, Fjordhoff? Jan Fjordhoff? Ja, genau. Der hat ja mal die Geschichte erzählt. Experte irgendwie so, oder? Auch, ja, genau. Ja. Und der hat mal ein paar Magath-Anekdoten rausgehauen. Und da hat er mal die Geschichte erzählt, dass Felix Magath mal zur Teambesprechung kam. Also er hat die extra angesetzt und alle, also außergewöhnliche Teambesprechung, außer von der regulären, vom Wochenplan, die Spieler kamen alle, haben sich hingesetzt. Magath saß schon da, hat dann Tee getrunken oder Kaffee, hat nichts gesagt, hat dann ein Stück Kuchen gegessen und hat dann gesagt, wir können wieder gehen. Also er hat einfach nur 10 Minuten. Also wild. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Herrlich. Ja, sehr gut, sehr gut. So. Was ist jetzt? Vierer Dingsbums. Vierer Kette. Ja. Bin ich wieder gespannt, jetzt bin ich wieder reingehauen. Jetzt wird wieder reingehauen. Gut. Salami. Schinken. Wir fangen immer an mit Essen. Essen finde ich immer gut. Jetzt bin ich gespannt. Was mir auffällt, ist letztens, dass wir sehr italienisch sind, aber das ist egal, weil italienisches Essen ist einfach auch Bombe, sage ich dir. Also, Spaghetti, Carbonara oder Bolognese? Bolognese. Jetzt pass auf, jetzt glänze ich. Jeder Italiener wird mich jetzt dafür lieben. Es muss Carbonara sein. Weil eine Bolognese isst du nicht mit Spaghetti. Oh. Weil diese Bolognese-Soße nicht an diesen Spaghetti haftet. Es müssen Linguine sein. Aha. Oder, jetzt habe ich die zweite vergessen, also diese breiteren, langen Nudeln. Ja, okay, dann. Deswegen sage ich Carbonara. Ja, komm. Ja, dann mach doch mit diese breiteren anderen. ja, okay. Oh Gott, schwierig. Ich mag beides wahnsinnig gerne. Bei mir ist ganz klar Carbonara. Carbonara, beste. Ja. Eine du gute Bolognese. Folgefrage stellen, mit oder ohne Sahne? Ja, unbedingt ohne. Unbedingt ohne. Weiß ich nicht. Doch, geredet, bitte hör auf jetzt. Das erzählst du einem Italiener, der sagt, was ist denn los? Ja, komm. Ohne. Warum? Warum? Weil, ich weiß nicht. Wir machen sie immer selber ohne. Ja, macht ihr immer ohne. Ja. Okay. Gut. Du musst darauf aufpassen, dass es nicht. Stoppt. Ja, komm bitte. Aber du kannst es ja. Hier habe ich im Fingerspitzengefühl. Ja, du bist ein Profi, gell? Was ja, wie im Fuß. Da habe ich hier in den Händen auch. Ne? Hast du auch? Ja, sicher. Toll, das ist toll. So, nächste Frage. ich nehme jetzt mal bewusst die Bundesliga raus. Premier League oder La Liga? Keine Ahnung. Ich schaue beides nicht so intensiv an, ehrlich gesagt. Also. Keine Ahnung ist keine Antwort, das zählt nicht. Ja, ich weiß nicht, ich schaue, lass mich nachdenken, aber ich glaube, ich schaue La Liga mehr als Premier League. Aber ich habe jetzt, das ist keine bewusste Entscheidung. Bei mir ist klar Premier League. Ja, ich, also, Nee, weißt du, woran das liegt, dass ich einfach die Premier League, wo läuft denn die wieder? Die Premier League läuft bei Sky. Ja, siehst du, da ist schon der Kasus Knaxus, ich habe kein Sky mehr.
Ja. Nee, bei mir ist es gar nicht mehr so anschauen, aber ich finde einfach, Nein, das ist schon geil, keine Frage. Premier League ist einfach Ja, Wahnsinn. mich hat, ich habe bloß Hammer. bei La Liga, weil das ja über The Zone läuft, das habe ja ich wieder. Und da fand ich immer interessant, dass ich ab und zu mal halt so nicht Spiele live anschaue, sondern Real Life oder eine Zusammenfassung. Und mir halt aufgefallen ist, dass halt da Mannschaften, keine Ahnung, wie Mallorca oder sowas, dass die echt einen guten Fußball spielen. Also es Ja, ist das stimmt, technisch, das ist das stimmt, wirklich das stimmt. schön. Ist wirklich sehr Da schön bin ich anzusehen. halt immer noch so, ich finde halt, Premier League ist halt, die Stadien sind der Hammer und die Vereine, da hat halt jeder Verein gefühlt mehr Tradition als jeder Bundesliga-Club so Komm, ungefähr. komm, 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 Tradition. Da ist wieder der Ölmulti eingestiegen. Komm, 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 Ja, Tradition. Tradition haben die ja trotzdem. Manchester Das ist City gut. gibt es ja seit, weiß ich nicht, Anno, weiß ich nicht was. Das ist halt Ja. nicht so wie RB Komm, 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 Leipzig oder komm, komm. so. Financial Fair Play. Ja, du bist auch so ein Fairplay. Nein. So, nein, ich weiß, was du meinst. Aber trotzdem, ich Tja. finde es einfach Also das richtig ist bei cool. mir einfach nur dessen geschuldet, dass ich die Premier League nicht sehen kann. Okay. Und die Zusammenfassung der Spiele schaue ich mir aber auch regelmäßig an. Ja. So Montag, Dienstag, YouTube-Kanäle etc. Wenn du einfach da nichts zu tun hast, noch im Bett Klar, wenn ich liegst endlich im und Büro bin, dann dann. habe ich endlich mal den Frieden. Gut, passend zur Premier League, Guardiola oder Klopp? Ja, Guardiola natürlich. Ja? Ja. Ja, ist es bei Ich fand mir? Klopps Fußball, ich finde Klopp von seiner Persönlichkeit her, so wie ich das mitbekomme, finde ich den super. Ich glaube, dass der Leidenschaft pur ist. Ich so, und so Spieler, Ja. seine Mannschaften. Das finde ich schon sehr beeindruckend, keine Frage, dass man über so viele Jahre hinweg so einen Club wie Liverpool zuerst nach oben führt, dann ihn hält. Jetzt hat er halt ein bisschen einen Einbruch gehabt, glaube ich, so wie ich das mitbekommen habe, oder? Ich weiß nicht, also Ja, spielen korrigiere mich. Euroleague jetzt nur dieses Jahr. Ja, aber das ist halt auch mal so, weißt du? Aber jetzt schauen wir mal, was nächste Saison passiert. Aber Grund, dass das alles toll ist, ist keine Frage. Aber ich fand den Liverpool-Fußball immer ein Stück weit wild. Also das war schon, Ja. das halt immer gib ihm und Das ist Dampf ja, und also ist ja, so. was er auch sagt. Das Also, ist das auch, ist das ist ja, seine hat er Stimme. gesagt, am Anfang Arsenal spielt wie ein Orchester unter, damals noch unter Wenger. Und er ist mehr Heavy Metal. Ja, Ja, so, ja. so spielt er halt Ja, auch. aber mich hat So, jetzt ja. sein Champions League-Sieg, dieses, oder was war das, Halbfinale gegen das 4-3? Warte, warte, wie lange ist denn das her? Ist jetzt zwei. Ja, gegen Barcelona, meinst du das? Ja, ich glaube schon, oder? Das Ja. hat mich schon auch beeindruckt und das hat mich auch mitgerissen, um Gottes Willen. Also, das ist jetzt nicht so, dass ich den Fußball verabscheue. Ich finde ihn halt manchmal ein bisschen wild und denke mir, boah, krass, das ist jetzt zum Zuschauen echt ein bisschen anstrengend. Das ist schon ganz schön ins Gerumpel. Ja. Ja, aber das ist ein, wie wir schon vorher gesagt haben, das ist ein Mittel und Zweck für den Ja, maximalen klar, Erfolg und klar. er hatte den damit. Jetzt hat er ihn halt mal ein Jahr nicht gehabt. Ich Muss man schauen. Dennoch vom Guardiola-Fußball bin ich halt einfach Riesenfan. also mir geht's so, ich hätte früher klar gesagt Klopp, einfach auch, weil ich diese Art Fußball zu spielen halt schon immer auch mochte. Mittlerweile, ich finde, er hat manchmal so Situationen, die echt auch so ein bisschen peinlich waren. So jetzt, wenn es nicht gelaufen ist, dann war dann immer irgendwie, ja, jetzt war hier der Rasen schuld und jetzt war dies schuld und so. Und das war dann schon immer so ein bisschen, ich fand es irgendwie manchmal so ein bisschen schwierig und so ein bisschen dünnhäutig irgendwie. Und das hat Guardiola gefühlt nicht. Der ist immer die Ruhe selbst und immer konzentriert und immer, ja, ist jetzt so und nimmt es dann auch auf seine Kappe oder wir waren heute einfach nicht gut und so. Also so nehme ich ihn wahr. Und was ich halt auch finde, weswegen ich dann so irgendwie gefühlt Sympathien mehr für Guardiola habe, ist, weil der halt in der Wahrnehmung in Deutschland wird halt Klopp immer abgefeiert ohne Ende. Das ist der tolle Trainer, der so super ist und alles ganz toll. Und Guardiola ist immer so der, wo man nur darauf wartet, dass da mal was nicht klappt. Und dann bin ich eher so gefühlt immer so auf Seite von Guardiola, weil ich sage, der Umgang mit ihm ist halt einfach unfair oft. Die größte Und Leistung, die er ja vollbracht hat, ist, dass er sich ja selber hinterfragt und ja. sagt, okay, was muss ich denn an meinem System offensichtlich verändern, damit ich doch Was mal ganz nach oben ihm ja komme, ja. vorgeworfen wird, dass es eben nicht tut. Und gerade er ist der, der das am allermeisten tut von Total, also allen. der hat ja das hat er ja, also das hat er jetzt dieses Jahr bewiesen. Er Also hat gibt keinen Trainer, der sich so sehr hinterfragt wie er. würde Das ich auch gibt, und sagen. wenn er es macht, dann ist auch wieder nicht richtig, weil, also keine Ahnung, das ist einfach, Ja. ja. Deswegen, naja. Also ich würde auch tendenziell aktuell Guardiola sagen. Einfach weil das schon erstaunlich ist, was der. Ja, also der Fußball in den Halbfinals vor allem, das ist ja abartig gewesen. Das war nur noch schön.
Ja. Also das ist wirklich nur noch beeindruckend schön. Ja, absolut, absolut. Gut, was hatte ich noch? 3 haben wir, gell? Mhm. Jetzt weiß ich es nicht mehr, ne? Ja, merkst was, gell? Ja. Merkst was. Macht nichts. Macht nichts. Da mache ich noch was. Der ist der Alter, ne? Ja, dann mache ich noch was anderes. Nämlich? So, pass auf. Einmal die Champions League gewinnen oder einmal die Weltmeisterschaft gewinnen? Weltmeisterschaft. Weltmeisterschaft? Ja. Ja? Ja, schon. Ja, würde ich, glaube ich, auch. Ist irgendwie... Ich glaube, Weltmeisterschaft, also Champions League ist natürlich herausragend. Ich glaube, Weltmeisterschaft zu gewinnen ist so ein... Das hat, glaube ich, wenn man das schafft, dann hat das so ein Flair, weil genau. Du quasi halt mit deiner Mannschaft über mehrere Wochen zusammen bist. Und ich glaube, das würde ich gerne mal aufsaugen, in so einer Truppe zu sein, 3, 4, 5 Wochen zusammen zu sein. Mhm, man merkt, da entsteht was. Du hast ja das schon oft im Gefühl. Ich habe, also glaube ich zumindest, ich habe eine Dokumentation bei Netflix mir gerade angesehen, Arnold Schwarzenegger, kann ich sehr empfehlen. So eine Miniserie über sein Leben. Ist aufgebaut in 3 Teile, der Sportler, der Schauspieler, der Politiker. Und der sagt ganz am Anfang der Serie, sagte, er hatte schon als Jugendlicher die Gabe, Dinge vor sich sehr klar zu sehen, wo er hin will. Und war klar, dass er das erreichen kann, wenn er dann nur das und das tut quasi. Ja. Und das glaube ich eben auch, dass wenn du in so einer Mannschaft bist und du merkst schon bei den Vorbereitungsspielen und im Trainingslager, das merkst du schon, das entwickelt sich hier. Da kann was Großes daraus entstehen. Mhm. Und dann kann man schon vor sich sehen, wie man da das Halbfinale bestreitet und so weiter. Und dann haut man sich da rein und man von Spiel zu Spiel und man merkt, das wächst immer mehr. Und ich glaube, dieses Gefühl ist unschlagbar. Und das bringt dich in totalen, wenn du es dann natürlich auch noch schaffst, im Rückblick sagt man halt dann, also diese 5 Wochen mit den Jungs, das war Wahnsinn. Ja, und ich glaube auch, das hat auch einfach eine ganz andere Wertigkeit, weil du halt da nicht in Anführungszeichen den Erfolg kaufen kannst. Also du kannst halt nicht sagen, ich hole mir jetzt da den noch dazu und ich hole den noch dazu. Du musst mit dem arbeiten, was du hast, mal als erstes. Mhm. Und daran sieht man auch einfach, dass so eine Überfrachtung mit Turnieren und mit Dingen, dass das einen auch einfach dann irgendwann die Wertigkeit nimmt. Mhm. Die WM ist halt nur alle 4 Jahre. Also es ist viel, viel schwieriger, würde ich jetzt mal behaupten, für einen Top-Fußballer die Weltmeisterschaft zu gewinnen als die Champions League. Ja, das ist ein schönes Argument. Also, dass man praktisch nicht mal noch schnell 2 einkaufen kann. So ein Kader ist, so wie er ist. Und ich meine, du musst halt gucken, also jetzt interessant, die WM war jetzt, die nächste Möglichkeit, die WM zu gewinnen, ist 2026, oder? Stimmt das? Mhm. Ja, also... Wo findet die eigentlich statt? Nee, jetzt bin ich jetzt doof. Nee, 22, war? 14, 18, 22, 26, ja, genau. Katar. Ja, USA, glaube ich, ist da. Ah ja, stimmt. Stimmt. Ja, also das ist jetzt auch ewig hin. Also so lange kannst du nicht Weltmeister werden. Das ist, finde ich, schon das Hebel, diese Wertigkeit, der Kader ist halt so, wie Titels ist. Einfach nochmal hervor. Vielleicht ein bisschen der ehrlichere Wettbewerb sozusagen, ja, am Ende was rauskommt dabei. Ja, ja. Ja, das stimmt schon. Der Kader ist so, wie er ist. Und es werden halt gnadenlos auch Ausbildungsdefizite dann offengelegt. Ja, gut. Siehe vielleicht auch unser Land. Also das stimmt. Und du hattest bei Argentinien ja auch eben das Gefühl, dass das, also ich hatte irgendwann das Gefühl, ab Viertelfinale, das machen die jetzt. Das ist so ein, also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gelingt. Ja, ja. Das war so ein Team, die waren so beisammen. Krass, sowas, ja. Und so wie es Deutschland 2014 auch ausgestrahlt hat irgendwann. Du wusstest, dass nachdem die dann gegen Brasilien 7-1 durchmarschiert sind, war klar, das bringt man jetzt nach Hause. Ich finde, das war bei der Mannschaft von Guardiola zum Beispiel so, das war aber auch bei uns 2014 bei der WM so. Dieser Jubel danach ist nicht so, wie es jetzt zum Beispiel bei Argentinien war. Das ist dann mehr so, ich kann das gar nicht so genau beschreiben, weißt du, was ich meine? So dieses, man hat sich schon gefreut, aber es ist so, boah, jetzt haben wir es geschafft, jetzt die ganze Anspannung, Konzentration, der ganze Fokus, und das ist dann nicht so, dass das dann so dieses unbändig raus muss, so dieses irre Feiern, außer vielleicht Jack Grealish. Wahnsinn, das ist geil, das schaue ich mir oft an, diese Videos. Aber es ist so, also zumindest auf dem Platz, alles irgendwie so, ja, eher so ein Durchschnaufen dann, so ein, jetzt sind wir am Ziel. Ja, das stimmt. Gut, aber Argentinien hat natürlich auch noch eine große Rolle gespielt, dass die halt so lange auf diesen Titel jetzt wieder gewartet haben, ja.
klar. Ja, spannend. Gut, Michael. Ja. Das war's. Sehr gut. Leg dich wieder hin. Ebenso. Und wir sehen uns nächste Woche. Ja. Lass mich nachdenken. Ja, momentan ist der Juli so viel los. Also doch, nächste Woche sehen wir uns. So, ciao. So. Also, bis dahin. Macht's gut. Ja. Ciao.